Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Easier Than Painting, die Filme von Andy Warhol, unsere Lecture in Filmreihe. Toll, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und sich für uns unsere Art des Deutschland-Amerika-Vergleichs entschieden haben, denn wir haben heute einen Deutsch-Amerikaner hier als Referenten. Das ist natürlich eigentlich Zufall, aber natürlich auch beabsichtigt, ganz klar. Das ist heute unser Halbfinale, kann man sagen. Der vorletzte Film, den wir in dieser 15-teiligen Reihe präsentieren, My Hustler. Auch da schon mal gesagt, die schon öfter da waren, wissen es natürlich. Es gibt einen Rollenwechsel, da wird es dann nochmal für eine Minute dunkel werden und dann geht es einfach direkt weiter. Denn die Filme sind auf 16 mm aus dem Museum of Modern Arts, so wie Warhol sie auch präsentiert haben wollte. Und wir haben das große Glück, wie ich gerade erfahren habe, eine der besten Kopien dieses Filmes auch tatsächlich zu sehen. Ich möchte auch schon mal darauf hinweisen, wir haben wie immer ein Begleitprogramm zu dieser Lecture-Reihe, das immer mittwochs und samstags stattfindet, meistens um 18 Uhr. Und das ist in den nächsten Wochen, beziehungsweise im Juli, sind das Pop-Literaturverfilmungen. Das beginnt mit Chappaqua von Conrad Rooks aus dem Jahr 1966, geht dann weiter mit dem Dokumentarfilm The Beat Generation, An American Dream. Auch sehr sehenswert. Dann weiter mit Howl, Brinkmanns Zorn und zum Abschluss On the Road nach Jack Kerouac natürlich. Ich möchte auch darauf hinweisen, weil da ein gewisser inhaltlicher oder zumindest von der Machart her Bezug besteht. Vorgestern hat unsere Sonderausstellung eröffnet. Bewusste Halluzinationen. Sie handelt vom Surrealismus. Es lohnt sich sehr, in den dritten Stock mal reinzuschauen, diese Ausstellung sich anzuschauen und vor allen Dingen die Filme sich anzuschauen, die wir hier im Kino zeigen. Es sind wirklich teilweise sehr, sehr seltene Stücke. Vorführer, die bei uns seit Jahrzehnten arbeiten, sagen, das haben sie auch noch nicht bei uns gesehen. Und das lohnt sich wirklich. Also achten Sie mal aufs Programm. Das Juli-Programm liegt auch schon aus. Ja, lohnt sich sehr, denke ich. Ja, und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen, als jetzt Vinzenz Hediger das Wort zu übergeben, um Roy Grundmann vorzustellen. Ich wünsche einen schönen Abend. Ja, auch von meiner Seite ein herzlicher Willkommensgruß an all die, die verstehen, dass auch die Liebe zum Fußball kein hinreichender Grund ist, einen Warhol-Film zu verpassen. Unser heutiger Gast spricht auf Deutsch in diesem Rahmen, kommt aber aus den USA zu uns, wo er seit 1998 Professor für Filmwissenschaft an der Boston University ist. Dass er auf Deutsch sprechen wird, hat natürlich etwas damit zu tun, dass er ursprünglich aus Deutschland kommt und auch eine Vorgeschichte hat, die mit Frankfurt zusammenhängt. Ich habe von Roy Grundmann zum ersten Mal erfahren, als ich noch Doktorand war und eine Forschungsreise in die USA vorbereitete. Und da hat meine Doktormutter mir gesagt, es gibt jemanden, den du besuchen musst in New York, der dir helfen kann mit deinen Recherchen. Ein ehemaliger Student von mir, Roy Grundmann, den wir in Frankfurt damals Friedhofsroy genannt haben. Ich habe meine Doktormutter fassungslos angeschaut und gesagt, weshalb denn Friedhofsroy? Und dann hat sie mir erklärt, dass das da damit zusammenhing, dass Roy Grundmann mal in einem Seminar über John Ford eine Hausarbeit übernommen hatte über das Friedhofsmotiv bei John Ford, die dann rund 70 Seiten lang wurde und zu einem wissenschaftlichen Beitrag zur John Ford-Forschung sich auswuchs, der mittlerweile im Übrigen auch auf Englisch publiziert wurde. Man könnte noch weiter zurückgehen und auf seinen Herkunftsort Westerkappeln in Niedersachsen eingehen. Das ist deswegen bemerkenswert. Was sagst du? Echt? Also aber knapp. Zum Grenzgebiet zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, aber auf der NRW-Seite. Westerkappeln ist deswegen bemerkenswert, weil es proportional zur Anzahl der Einwohner die deutsche Stadt ist mit der höchsten Dichte an Filmwissenschaftsprofessoren. Da kommt Roy Grundmann her und auch der Kollege Hans-Jürgen Wulff von der Universität Kiel. Die Sache mit der Seminararbeit über das Friedhofsmotiv erzähle ich Ihnen deswegen, weil Roy Grundmann danach seine Doktorarbeit an der New York University geschrieben hat, eine umfangreiche Arbeit über Experimentalfilm in den USA in den 60er Jahren.
Und wie es so gängig ist, auch in den USA, publiziert man dann auch die Doktorarbeit. Roy hat es aber nicht im üblichen Verfahren gemacht. Er hat nämlich nur ein Kapitel aus der Arbeit herausgenommen, das Kapitel über Warhol, über Blowjob, und hat daraus ein ganzes Buch gemacht. Avantgarde-Film in großer Intensität analysiert, historisch situiert. Das ist eines der großen Forschungsthemen von Roy Grundmann seither geblieben. Er hat zahlreiche Arbeiten publiziert zum amerikanischen Underground-Film, auch weitere Texte zu Andy Warhol. Er hat wichtige Filmreihen kuratiert zum Avantgarde-Film, auch zum europäischen Avantgarde-Film. Und im Laufe der letzten 10 Jahre unter anderem die erste vollständige Retrospektive in den USA und meines Wissens auch in Europa, ich glaube, es gab vorher gar keine in dieser Gründlichkeit, zum Werk von Michael Haneke, verbunden mit einer großen internationalen Tagung, die dann in das Standardwerk zur Haneke-Forschung gemündet hat, den Band zu Haneke in der Wiley-Blackwell-Reihe über die maßgeblichen Filmregisseure. Ein vergleichbares Projekt war gewidmet daraufhin Werner Schröter. Auch dies eine Pionierarbeit, weil dieser bedeutende Regisseur des neuen deutschen Kinos in der filmwissenschaftlichen Forschung bislang nicht die verdiente Aufmerksamkeit gefunden hatte, abgesehen von einigen kleinen Publikationen. Das hat Roy Grundmann jetzt geändert mit einer Publikation, die auch auf Englisch bei Cinema und Wiener Filmmuseum in dieser wunderbaren Reihe erscheinen wird. Es folgt ein Band zu Matthias Müller. Oder es gibt eine Reihe, es gab auch eine Reihe, eine Veranstaltung zu Matthias Müller. Und demnächst steht eine vergleichbare Unternehmung an zu Harun Faruqi. Außerdem ist Roy Grundmann der Herausgeber der vierbändigen oder Mitherausgeber der vierbändigen Wiley Blackwell History of American Cinema, was wiederum für die Breite seiner Kenntnisse und Forschungsinteressen spricht und zugleich, das habe ich Ihnen jetzt hoffentlich deutlich gemacht, ist Roy Grundmann jemand, der sich mit großer Intensität in seine Gegenstände zu vertiefen versteht. Und das wird bei My Hustler, da bin ich überzeugt, nicht anders sein. Roy, es ist mir eine persönliche große Freude, dich hier willkommen heißen zu können. Ja, vielen Dank erstmal. Vielen Dank, Vinzenz und Marc und Regina und allen, die mich eingeladen haben. Ich fühle mich sehr geehrt. Für mich ist das schon ziemlich aufregend, hier in Frankfurt zu Besuch zu sein nach so vielen Jahren. Ich habe hier studiert vor langer Zeit, 1987, 88, und komme gerne zu Besuch, aber leider auch nicht oft genug. Aber ich finde es toll, was auch hier aus diesem Bau geworden ist. Und ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch zu dem, was ihr euch hier aufgebaut habt. Ja, also My Hustler ist einer der Warhol-Filme, die ist eigentlich der erste Warhol-Film, den ich persönlich kennengelernt habe. Auch in einem Seminar damals an der NYU bei meinem damaligen Doktorvater Robert Sklar. Und ich war damals schon auf der Suche nach einem Dissertationsthema. Und dann hat Bob Sklar gesagt, warum schreibst du nicht über Warhol? Und das habe ich dann letztendlich auch gemacht. Also die Diss ist eigentlich ganz über Warhol, aber Vinzenz hat recht. Das Blowjob war nur ein Kapitel. Und das wurde dann zum Buch, was ein bisschen auf einem Missverständnis beruhte zwischen mir und meinem Verlag, weil die haben gedacht, ich mache so ein kleines Bändchen. Und das war dann einfach ein Standardbuch, also ein richtig 220-seitiges Buch. Und die haben es aber veröffentlicht. Also von daher bin ich natürlich froh. My Hustler ist ein Film, den ich immer noch unheimlich gerne mag. Ich denke mal, ich nehme jetzt mal an, dass einige von euch diese Reihe hier im Filmmuseum regelmäßig verfolgt haben. Ihr wisst also schon einiges über Warhols Kino. Aber My Hustler ist ein Film, der meiner Meinung nach einer der witzigsten Warhol-Filme ist. Er sprüht von Witz.
Und was ich jetzt ein bisschen erzählen will, ich möchte eigentlich auf zwei Bereiche eingehen, und zwar einmal auf die Position dieses Films innerhalb von Warhols Filmschaffen und andererseits den Film etwas einführen als Spiegelbild der 60er Jahre, vor allen Dingen in puncto Geschlechterrollen, Maskulinität und Sexualität. My Hustler wurde im Spätsommer 1965, genauer gesagt am Labor Day Weekend 1965 gedreht. Das ist ja das erste Feiertagswochenende im Herbst, also das erste Wochenende im September, mit dem der Sommer eigentlich dann in den USA zu Ende geht, offiziell. Und für diesen Film hat Warhol und sein Team haben die Insel Manhattan verlassen und sind auf eine andere Insel gefahren, und das ist die Insel Fire Island. Und dort ist My Hustler gedreht worden. Und dazu werde ich auch gleich noch was sagen, denn dieser Drehort hat eigentlich eine sehr große Bedeutung. Also der Film ist im Spätsommer 1965 entstanden auf Fire Island. Und das Drehjahr liegt so ziemlich, positioniert diesen Film so ziemlich in der Mitte in Warhols Filmschaffen. Warhol hat ja 1963 begonnen, Filme zu machen. Seine Anfangsexperimente waren recht heterogen. Sein erster Film war Tarzan and Jane Regained, Sort of. Und ich weiß nicht, ob der Film hier in der Reihe gelaufen ist. Dann haben Sie ja wahrscheinlich gesehen, dass dieser Film eigentlich heute eine Sonderstellung einnimmt im Warhols Kanon, weil er doch sehr anders ist als die Filme, die bald darauf folgten. Es gibt Schnitte, es gibt Handheld-Kamera und das Ganze ist auch ein Roadmovie. Aber schon bald nach diesem Film hat Warhol die Kamera auf ein Stativ getan. Und hat dadurch seine frühen minimalistischen Studien gemacht. Viele davon sind auch Klassiker geworden in der Avantgarde-Kinogeschichte. Eat, Sleep und dann natürlich Blowjob. Und 1964 hat er dann angefangen, mit einer Oricon-Tonfilmkamera zu arbeiten, hat allerdings damit auch zunächst stumme Filme gemacht, nämlich Empire und Henry Geldzahler. Und dann ab Ende 1964, um dann auch den Ton mit dazuzunehmen. Und der Ton hat dann bei Warhol zu einer Vielzahl von Filmen geführt, die man eigentlich heute nicht fälschlicherweise als Komödien bezeichnen kann. Viele dieser Filme, wenn man denn überhaupt versuchen sollte, der Avantgarde einen Genrestempel aufzudrücken, was ja vielleicht problematisch ist, aber so mal jetzt salopp von außen heraus betrachtet, würde ich sagen, viele der Filme von 1965 sind Komödien, und man könnte sie noch ein bisschen genauer als Sexfarcen bezeichnen. Und My Hustler gehört in diese Gruppe von Filmen. Viele dieser Filme hatten auch eine Tableaustruktur. Die Kamera hat also immer noch auf einem Stativ gestanden und hat sich relativ wenig bewegt, was sich dann allerdings auch bald ändern sollte. Und je mehr wir in die 60er Jahre reingehen, desto mehr sehen wir Warhol eine größere formale Vielfalt in sein Filmwerk einzuführen. Viele dieser Tonfilme wurden in Zusammenarbeit mit Ronald Tavell gemacht, der dafür Scripts oder Treatments geschrieben hat, die dann allerdings von Warhol berüchtigterweise boykottiert worden sind, sodass sie entweder gar nicht oder nur vage eingehalten worden sind. Aber es gibt auch eine Reihe von Filmen, die in dieser Zeit entstanden sind, bei denen Tavell nicht beteiligt war. Und so unglaublich es vielleicht scheinen mag, vor allen Dingen im Nachhinein, wenn man sich My Hustler ansieht, dieser Film ist wirklich improvisiert. Es gab auch überhaupt keine Dialogkarten oder irgendwelche Cue-Cards. Das ist alles wirklich so in der Improvisation entstanden. Und
My Hustler ist hier eben dann auch ein sehr typisches Beispiel für die spektakulären Foren der Selbstdarstellung, die diese Underground Personalities, die bei Warhol mitgemacht haben, sich mit diesen Filmen da zugelegt haben. Man kann halt dann lange darüber debattieren, inwiefern eine Vorabplanung überhaupt maßgebend oder von Ausschlag gewesen sein konnte. 1966 kam dann ein sehr wichtiger Film, nämlich The Chelsea Girls, ein 3,5-stündiger Film, der in der Doppelprojektion gezeigt wurde. Ist der hier auch gelaufen, Chelsea Girls? Und dieser Film hat ja eine wirklich sehr wichtige Rolle gespielt im amerikanischen Avantgarde-Film und auch in der amerikanischen Kultur. Der Film hat ja das Paradox, dass er ein Blockbuster wurde. Der wurde ja im Underground gestartet und hat dann den Sprung gemacht in ein Uptown-Kino in Manhattan und von dort wiederum einen viel größeren Sprung in alle möglichen Kinos in die USA und auch alle möglichen Film-Societies. Und bis Ende oder bis Mitte 1967 hat The Chelsea Girls über $250.000 eingespielt. Und ich finde das absolut bemerkenswert, denn die amerikanische Öffentlichkeit kannte nichts von Underground- oder Avantgarde-Film. Hier war ein Film, der 3,5 Stunden lang war, der eine Doppelbildprojektion hatte und der praktisch der kommerziell erfolgreichste Avantgarde-Film der Filmgeschichte wurde. Was natürlich auch zu dem Paradox geführt hat, dass damit der Underground praktisch abstarb, weil Warhol ihn vom Underground in den Above Ground befördert hat. Er hat also das Licht auf den Underground geschienen und Amerika hat sich diese Welt dann angesehen. Dieser Film, der Erfolg von The Chelsea Girls, veranlasste Warhol dann auch Filme zu machen, die in gewisser Weise mehr kalkuliert waren für den kommerziellen Markt. Es kam dann 1967 zu einer Reihe von Filmen, die formal noch Chelsea Girls noch sehr ähnlich waren, also oder den früheren Warhol-Filmen, die aber dann nur Einzelbildprojektionen hatten und alle mehr oder weniger auf Spielfilmlänge getrimmt waren. Und diese Filme hatten alle ein erotisches Thema, das dann auch schon in den Titeln der Filme signalisiert wurde. Da gab es dann Filme, die hießen The Nude Restaurant, Bike Boy, Lonesome Cowboys, I, a Man und noch mehrere andere. Und das Ganze gipfelte dann ja auch in dem Film Blue Movie, der eigentlich der letzte Film war, den Warhol selber überwacht hat und Regie geführt hat. Und Blue Movie hat ja eigentlich eine Hardcore-Sex-Szene. Es war nicht der einzige Warhol-Film, der Hardcore-Sex gezeigt hat. Und ich finde, es ist auch nicht unbedingt der gewagteste, weil er diese ganze Sache doch sehr ästhetisiert. Wenn man dagegen zum Beispiel den Film Couch nimmt, das ist ein Film, der auch heute noch ganz klar den Richtlinien der Pornografie entspricht, in dem Sinne, dass er sehr grafisch ist. Wobei er auf der anderen Seite auch nicht den Richtlinien der Pornografie entspricht, weil er versucht, Sex einfach grafisch darzustellen, aber eben nicht in Logik der Pornografie gemäß. Das ist jetzt so ein Kurzüberblick für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht im Seminar sind und nicht diese ganze Reihe verfolgt haben hier. Wollte damit nur sagen, dass The Chelsea Girls eben ein wichtiger Mittelpunkt war. Und vor The Chelsea Girls konnte man sagen, dass Warhols Filme wirklich dem Konzept des Underground-Film gefolgt sind, bei dem die Mitwirkenden und die Zuschauer potenziell und weitgehend aus identischen Kreisen kamen. Danach wurden die Filme zwar immer noch mit ungefähr den gleichen Leuten gemacht,
oder dem gleichen Warhol Circle. Sie wurden aber schon mehr mit dem Kalkül für kommerziellere Ausschlachtung hergestellt. My Hustler fällt nun eine exemplarische Übergangsposition zwischen diesen beiden Phasen zu. Der Film wurde ursprünglich auf dem Underground Circuit gestartet im Herbst 1965 und lief auf dem bis Anfang 67. Und der Erfolg von The Chelsea Girls hat Warhol und seine Crew und vor allen Dingen seinen Assistent Paul Morrissey dazu bewegt, diesen Film dann noch einmal herauszubringen unter dem Zeichen des Sexploitation-Films. Und dafür wurde My Hustler 18 Minuten zusätzliches Material dazugefügt, das angeblich, wenn man Berichten zufolge, gab es dort explizite Sex-Szenen. Ich habe diese 18 Minuten nie gesehen und ich habe auch eigentlich noch keinen gesprochen, der die gesehen hat oder der weiß, ob sie jetzt noch existieren. Kelly Angel, die ja die Warhol-Filme beim Whitney preserved hat, hatte auch eigentlich in der Zeit, als ich mit ihr zu tun hatte, nie etwas über diese 18 Minuten Footage gesagt. Und die sind auch nicht in dieser zirkulierenden Kopie von My Hustler enthalten. Also wir sehen praktisch die Version, die 1965 auf dem Underground Circuit gestartet wurde. Mit dieser neuen Länge, und das wollte ich aber als Detail eben anfügen, ist My Hustler dann sehr erfolgreich nochmal im Kino gelaufen und hat in einem einzigen Kino in Manhattan, dem Hudson Theater, innerhalb von knapp 2 Monaten $23.000 eingespielt. Die kommerzielle Ausschlachtung und die damit einhergehende formale Veränderung von My Hustler macht diesen Film also auch insofern zum Schlüsselfilm in Warhols Kanon, weil an diesem Film praktisch dann durchexerziert wurde, dieser Übergang vom Underground-Film zum Sexploitation-Cinema. Dies ist natürlich nicht der einzige Schlüsselaspekt. My Hustler ist auch ein äußerst wichtiger Film in Warhols Kanon von schwulen Filmen. Und man könnte sagen, natürlich hat eine Riesenanzahl von Warhols Filmen schwule und lesbische Darsteller und auch Drag Queens. Warhols Filme sind ja durch und durch queer. Darüber hinaus gibt es aber meiner Meinung nach 3 Filme in Warhols Kanon, nämlich Haircut No. 1, Blowjob und My Hustler, die man als spezifische Meditation über den Themenzusammenhang von Maskulinität, männliche Sexualität, Homosexualität, Gay Sensibility und Gay Culture bezeichnen könnte. Und obwohl man diese Filme ganz sicher nicht als von Warhol angelegte Trilogie bezeichnen kann, das möchte ich auf keinen Fall hier sagen, ist es im Nachhinein doch klar, dass sie sich thematisch sehr ergänzen. Und deshalb möchte ich auch ganz kurz ein paar Worte zu den anderen beiden Filmen sagen. Haircut No. 1 ist ein früher Film, der 1963 gedreht wurde über eine Gruppe von Männern, die in der Lower East Side in einem Apartment eine Art Haircutting-Party veranstalteten. Und hier geht es um die Darstellung von nicht sexueller, aber durchaus erotischer Intimität unter Männern, wie wir sie in rein männlichen Sozialräumen erleben. Der Film testet die Phänomenologie der männlichen Erotik auf die Frage, ob es auch unter Männern eine fließende Grenze zwischen Freundschaft und erotischer Anziehung geben kann, wie es ja weiblichen Freundschaften oft attestiert worden ist. Im folgenden Jahr entstand dann Blowjob, der eine minimalistische Naheinstellung des Gesichts eines Mannes ist, der dem Titel zufolge in den Genuss des Oral Sex kommt, also einen Blowjob bekommt. Und hier geht es wiederum um die Phänomenologie der Sexualität, allerdings ist im Gegensatz zu Haircut No. 1 ein konkreter, in den 60er Jahren noch als schmutzig und verrufen geltender Akt das Thema.
Die Spekulation, wer überhaupt so einen Akt ausübt, wird von der Ästhetik des Films dann ausgeweitet auf die Frage der Existenz verbotener Sexualität schlechthin. Und diese muss natürlich nicht automatisch gleichgesetzt werden mit Gay-Sex. Aber eine Vielzahl von biografischen, archivarischen, visuellen, kulturellen und theoretischen Faktoren machen dann eine Lesung von Blowjob als Classic of Gay Cinema praktisch zwingend. Insofern spielt Blowjob also nicht nur mit der Darstellung von tabuisiertem Sex im Allgemeinen, sondern mit der Sichtbarmachung von Homosexualität im Besonderen. Wie manifestiert sie sich? Wie kann man sie erkennen? Was ist ihre ikonografische und kulturelle, was sind ihre ikonografischen und kulturellen Zeichen? Also wenn es geht es in Haircut Number One um die generelle Möglichkeit der erotischen Intimität unter Männern, so geht es in Blowjob schon viel spezifischer um die Frage von Homosexualität als besonderes Tabu. Und der Film stellt die Frage allerdings vor durch das Film einer Einzelperson, ein ästhetischer Ansatz also, der die Frage von Homosexualität nicht nur existenziell, sondern quasi existenzialistisch beleuchtet und in den Kontext der Einsamkeit, Isolation und Absonderung stellt, die ja für Schwule in den 50er Jahren der Normalzustand war. Damit verglichen signalisiert dann der ein Jahr später gedrehte Tonfilm My Hustler wiederum eine neue Phase. Wie in den beiden vorherigen Filmen, die ich jetzt kurz erwähnt habe, geht es in My Hustler auch um das spezifische Verhältnis von Maskulinität und Sexualität, also auch wieder in gewisser Weise um Fragen, was macht einen Mann zum Mann und welche Art von Sex erweckt den Eindruck der Männlichkeit und welche Art von Sex unterminiert diesen Eindruck. Aber im Gegensatz zu Haircut Number One und Blowjob wird in My Hustler die Existenz von Homosexualität ganz klar als gegeben hingenommen. Der Film reflektiert eine gesellschaftliche Änderung, die seit den 50er Jahren in den USA stattgefunden hat oder seit Ende der 50er Jahre im Fortschreiten war. Wobei Homosexualität nicht mehr ganz so stark auf ein tabuisierte medizinische Abnormalität reduziert wurde. Das war sie zwar immer noch, aber nicht mehr nur oder nicht mehr ausschließlich. Und Schwule wurden nicht mehr ausschließlich als Gefahr für die Gesellschaft angesehen, sondern wurden jetzt auch zusehends als eine Art exotisches Stammesvolk angesehen, das es zu erforschen gilt. Und diese Bezeichnung, exotisches Stammesvolk, ist etwas, was ich jetzt nicht von ungefähr gewählt habe, sondern was ich auch jetzt noch ein bisschen weiter verfolge mit meinen Ausführungen hier. Also das geschichtliche und gesellschaftliche Phänomen, das den zentralen Hintergrund zu My Hustler bildet, ist die Entdeckung der Gay-Subculture und der Gay-Community als anthropologisches und ethnografisches Phänomen. Der Historiker John DeMilio hat das diese Periode in USA, wo zum ersten Mal Schwulsein als etwas, ein öffentliches Phänomen diskutiert wurde, hat diesen Zeitraum eigentlich archivarisch sehr gut untersucht. Es geht hier um die frühen 60er Jahre bis Mitte der 60er Jahre. Und in dieser Zeit wurden eine Vielzahl von Artikeln zu Gay Communities, Gay Lifestyle und Gay Meeting Places in Illustrierten und Tageszeitungen veröffentlicht, wie zum Beispiel in der Washington Post, Life Magazine und auch Time Magazine. Des Weiteren gab es während des gleichen Zeitraumes eine Reihe populärsoziologischer Bücher mit Titeln wie The Homosexual Revolution, The Homosexual Explosion und The Homosexual Uprising. Es wurde also schon sehr sensationalistisch agiert hier.
Und auch in der Belletristik kam es zu einer Welle von Veröffentlichungen, die das Thema Homosexualität zentral in ihre Exposés über urbane sexuelle Subkulturen einbauten. Einige kennen vielleicht das Buch von John Ritchie, das heißt City of Night. Das war so eine Art Fiction/Non-Fiction-Exposé über urbane Subkulturen. Dann gab es ja 1965 den Roman von James Leo Hurley, Midnight Cowboy, der dann wenige Jahre später von Hollywood verfilmt wurde in einer Adaption, in der Warhol's Factory eine besondere Rolle spielte und die, wie ich noch später erklären könnte, wenn wir Zeit haben, zu My Hustler auch ein besonderes Verhältnis hat. Außerdem hat die Gay-Community während dieser Zeit selbst in bedeutendem Maße zu ihrer eigenen ethnografischen Entdeckung beigetragen. Es gab nämlich in den frühen 60er Jahren eine Reihe von Radiosendungen, in denen sich schwule Männer zu Wort meldeten, interviewt wurden und sich quasi geoutet haben, natürlich nicht mit Namen, aber sie haben so öffentliche Geständnisse abgegeben über ihr Leben als Homosexuelle in den USA. Und in gewisser Hinsicht kann man diese öffentliche Selbstdarstellung, diese Geständnisse, durchaus mit dem Ritual der Beichte vergleichen, da auch hier sündhafte Tabus zur Sprache kommen und von einer unsichtbaren Instanz, in diesem Falle den Radiohörern, angehört werden. Und während diese Radiointerviews ganz klar mit dem Reiz des Verwerflichen spielten, trugen sie trotzdem dazu bei, Homosexualität in gewisser Weise zu normalisieren. Das heißt, aus dem Bereich der Krankheit in den der exotischen Variation zu bewegen, die freilich von vielen immer noch als verwerflich angesehen wurde, was aber dann natürlich mit dem Kontext der Beichte auch einhergeht. Auch Warhols Film My Hustler wurde von der Öffentlichkeit als konkreten Beweis der Existenz der Gay Subculture gelesen, dessen geografische und soziologische Nähe zur Prostitution der Film selbst ja in seinem Titel schon kommentiert. Hustler ist ja ein Wort für Prostitute. Obwohl es auch mehr bedeutet als Prostitute, ist es aber trotzdem auch genau darauf, sagt es das aber auch genau aus. Und diese Nähe von Gay Community und Gay Sex und Prostitution sieht man an einem Kommentar eines Kritikers, der My Hustler 1967 in seiner längeren Fassung rezensierte. In seiner Kritik Dial a Hustler Hand to Crutch in der Zeitung Westside News schrieb James Stoller: The film is done, but one spectacle remains to watch. The muscular, dreamy young men as they drift from the Hudson Theater and assume their posts only a block west on Broadway. Da das der Kritiker hier offen lässt, ob es sich bei der Aktivität, die er als Assume Their Posts um Gay Cruising oder Gay Prostitution handelt, die er da beschreibt, ist wohl Absicht. Das Wort Cruising selbst hatte in den 60er Jahren ja auch eine etwas doppelte Bedeutung, in der für die schwule Subkultur beide Konnotationen. Und die Beziehung zwischen Homosexualität und Prostitution ist ja letztlich auch eine zentrale Thematik des Hollywood-Films Midnight Cowboy, der sich ja der Homosexualität nur sehr indirekt und auch dann nur über das Thema der Prostitution nähert. Im Gegensatz zu Midnight Cowboy ist Warhols Film und Warhols Kino im Allgemeinen ein Kino der Avantgarde, und die Avantgarde hat kein Interesse daran, für Toleranz zu werben oder dem Mainstream ideologisch in die Hände zu spielen. Was aber nicht heißen soll, dass Warhol und sein Team den kulturellen und sozialen Strömungen der Zeit gleichgültig gegenüberstanden oder sich diesen nicht bewusst waren. My Hustler, und das ist eigentlich mein zentrales Argument hier, sollte sehr wohl als Gesellschaftskritik verstanden werden. Und diese Kritik besteht meines Erachtens nach darin,
dass der Film auf satirische Art und Weise Formen der Ethnisierung und Selbstethnisierung der Gay-Community aufgreift. Und hier kommen wir dann zurück zu dem Drehort des Films, denn dieser Drehort ist für mich eigentlich an sich schon eine Art satirischer Kommentar über diese Gay-Ethnography. Deshalb sollte ich jetzt auch mal kurz was zu diesem Drehort sagen. Fire Island ist eine Insel in der Nähe von Manhattans. Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg das erste Ferienparadies der Gay-Community. Und schon hier gibt es, wie sich gleich herausstellen wird, eine klare Verbindung zum Diskurs der Ethnographie bzw. Anthropologie. Es lohnt sich hier nachzulesen, was eigentlich der Vater der modernen Anthropologie, Claude Lévi-Strauss, der uns ja sonst eher von Amazonas-Indianern berichtet, in dieser Hinsicht zu sagen hat. In seinem berühmten und bahnbrechenden Buch Traurige Tropen, Tristropique, gibt Lévi-Strauss uns eine Beschreibung der trostlosen Stadt Porto Esperanza. Und diese Beschreibung kann er nur wirklich durch einen Vergleich leisten. Und jetzt zitiere ich Lévi-Strauss. Lugubrious and ill-named Porto Esperanza remains in my memory as the oddest sight to be found anywhere on the globe. Its only possible rival in this respect is Fire Island in the state of New York. And it amuses me to put the two side by side, for they have at least one thing in common, that each in its different key offers within itself the wildest contradiction. Geographically and humanly speaking, an identical absurdity finds outlet in them, comic in the one case, sinister in the other. Es geht natürlich noch weiter. Perhaps it was Swift who invented Fire Island. It's a long strip of sand on which nothing grows, and it runs to seaward of Long Island. It has length but no breadth, 50-odd miles in one direction, 200 or 300 yards in the other. On the ocean side, the sea runs freely and with such violence that people dare not bathe there. To landward, a flat calm prevails, and the water is so shallow that it's as much as you can do to get wet. People amuse themselves by catching the inedible fish of the region. The picture is completed by the fact that Cherry Grove, eine der zwei Ferienorte auf Fire Island, die von Schwulen besiedelt wurden, the picture is completed by the fact that Cherry Grove is mainly inhabited by homosexual couples, doubtless drawn to the area by its wholesale inversion of the normal conditions of life. As nothing grows in the sand, save large clumps of poison ivy, there is daily revictualling at the island's only shop. This stands at the landing stage, and as each sterile couple clambers back up towards the cabins that line the slender alley above the dunes, it pushes before it a pram. No other form of vehicle can negotiate the narrow streets. Empty as they are, nonetheless, but for the weekend bottles of milk that no nurslings are waiting to drink. Das ist also Lévi-Strauss' sehr präzise und ausführliche Charakterisierung von Fire Island. Ein Klassiker der modernen Ethnographie. Für die klassische Ethnographie hat also Fire Island als Insel der Gay Community, die Lévi-Strauss hier als sonderbares, unnatürliches Völkchen seinen anderen Naturvölkern entgegensetzt, sehr zentrale Bedeutung. Und daher, so denke ich, lohnt es sich, Warhols Film My Hustler als Kommentar auf diesen ethnografischen Diskurs zu lesen. Für die Dreharbeiten zu My Hustler sind Andy Warhol und sein Team aus der Zivilisation Manhattan ins Herz der Dunkelheit vorgedrungen, um vor Ort Studien zu betreiben über diese neue Gattung Mann, die sich als Objekt der Schaulust verkauft und anderen nicht zivilisatorisch konformen Lüsten ganz offen nachgeht.
Im Mittelpunkt des Films steht der blonde bzw. blond gefärbte Adonis Paul America, die Titelfigur des Films. Paul wurde durch den Dial-a-Hustler-Service aus den an den wohlhabenden, manierierten, schwulen Ed vermittelt. Ed ist so eine Classic Camp Queen, der ihn in sein Strandhaus nach Fire Island mitgenommen hat und ihn dort seinen zwei Gästen, Genevieve und Joe, präsentiert, die sich auch für ihn sehr interessieren. Die Prämisse des Films ist, dass die drei im Laufe des Films versuchen, Pauls Geheimnis auf den Grund zu gehen, das heißt herauszufinden, was Pauls wahres sexuelles Begehren ist. Ist er schwul oder macht er es mit Männern nur gegen Geld? Dies versuchen die drei aus ihrer jeweiligen Perspektive herauszufinden, zunächst durch pure Spekulation und dann durch harte Aktion. Der erste Teil spielt am Strand, der zweite Teil dann in der Intimität des winzigen Badezimmers des Strandhauses, wo Paul im wahrsten Sinne des Wortes in die Beichte genommen wird. Wie stark Paul America an der Planung dieser Satire beteiligt war, ist heute nicht mehr zu rekonstruieren. Wie so viele von Warhols attraktiven jungen Männern wurde er vom Warhol-Team, das heißt hauptsächlich von Gerard Malanga, irgendwo aufgelesen, in diesem Fall in einer Disco in New Jersey, glaube ich, und in den Kreis Warhols gebracht, wo er sich mehr oder weniger selbst spielte, wie auch die anderen Männer, zum Beispiel Tom Humperts später in den Sexploitation-Filmen. My Hustler hatte kein Skript, nicht einmal einen tentativ ausgearbeiteten Szenenplan mit Dialogkarten, wie wir ihn ja von den Filmen mit Ronald Tavell kennen. Der Film lebt von der Wortgewandtheit und der Ironie von Warhols Freunden, die wie alle Underground Performers, die in Warhols Filmen mitspielten, genau wissen, wie sie sich vor der Kamera zu verhalten hatten. Und ich will noch mal ganz kurz eben diese Cast of Characters hier zusammenfassen. Da ist Ed Hood, diese Camp Queen, der älter aussieht, als er wirklich ist und dessen urbane Manierismen den Stereotyp, wie ich schon gesagte, dieser Queen verkörpern. Und dann ist da Eds Nachbarin Genevieve, gespielt von Genevieve Chabon, die eine junge, attraktive Frau ist, die sich mit ihren eigenen erotischen Wünschen ziemlich bedeckt hält und nicht verrät, ob sie nun echtes Interesse an dem schönen Mann am Strand hat oder ihn nur ein bisschen ärgern und aufreizen will. Und dann ist da noch Joseph Campbell, der in diesem Film als Hustler ausgewiesen wird, der etwas älter ist als Paul America und der auch selber mal als Hustler gearbeitet hat und dann längere Zeit der Lover von Harvey Milk war. Das hat er jedenfalls Kelly Angel erzählt, als er sie ihn befragt hat zu seiner Mitarbeit bei Warhol. Warhols Besetzung macht sich dieses Projekt, dieses Films sehr spielerisch zu eigen und das macht diesen Film zu einer Comedy of Manners, bei der es in satirischer Art und Weise um das Verhältnis von Maskulinität zu Sexualität geht und darum, dass beide Komponenten eigentlich keine aufschlüssige Identität produzieren, keine essentielle Wahrheit, um es mit Foucault zu sagen, die einen Menschen definieren könnten. Die rhetorische Struktur von My Hustler ist die eines Erotic Teasers, der, wie der Historiker Tom Moore schon vor vielen Jahren argumentiert hat, den Zuschauer Enthüllungen in Aussicht stellt, diese dann aber nicht erfüllt. Insofern beinhaltet dieser Film, wie viele andere von Warhols Filmen, eine Art, was ich so als eine Art Verneinung von konventioneller Tiefe oder Substanz nennen möchte, die nicht zuletzt auch mit der Phänomenologie und der kulturellen Logik der Figur des Hustlers selbst einhergeht. Der Hustler ist eine Figur der Oberfläche. Er setzt sich zusammen aus Bruchstücken der Gesellschaft, die er widerspiegelt als Prisma der Wünsche, Begehren und Ansichtsweisen über Männlichkeit und Sex. Somit ist er exemplarisch für die Philosophie von Andy Warhol
und er wird eigentlich zur perfekten Allegorie von Warhols Kinoästhetik. Warhol begreift und zelebriert das Kino als Oberfläche, als schimmernde Textur, deren scherbenhafte Schönheit dem heterogenen, widersprüchlichen und synthetischen Charakter der modernen Gesellschaft ästhetisch Ausdruck verleiht. Und wie sich das jetzt im Detail auslegen lässt, können wir dann noch weiter nach dem Film diskutieren. Ich möchte aber noch ganz kurz auf einen weiteren Akteur in diesem Film hinweisen, und das ist die Kamera. Die Kamera in diesem Film ist genau der Akteur, der diese Ästhetik der Oberfläche kreiert. Somit verweigert sie sich ihrer traditionellen Funktion, nämlich der eines empirischen Instrumentes, das objektiv und im Sinne der Wahrheitsfindung dokumentieren soll. Wahrheitsfindung ist die Funktion der Kamera im konventionellen Dokumentarfilm und in der traditionellen Ethnographie. Aber diese Herangehensweise wird gerade von der Kamera in My Hustler systematisch verneint, boykottiert und parodiert. Und wie das genau passiert, das sollten wir uns jetzt angucken. Und dann nach dem Film haben wir dann hoffentlich noch Gelegenheit, darüber zu sprechen. Ja? Okay. Ja, vielen herzlichen Dank, Roy Grundmann. Wie Sie gerade gehört haben, bleiben Sie einfach nach dem Film dann sitzen. Dann wird es noch die Diskussion geben mit Vincent Zediger und Roy Grundmann. Jetzt machen wir nochmal 5 Minuten Pause. Wir müssen ein klein bisschen umbauen. Sie können nochmal rausgehen. Das Café hat leider schon geschlossen. Ich hoffe, Sie sind eingedeckt. Und dann in 5 Minuten geht es mit dem Gong dann weiter. Bis gleich. Gong. Ja, begrüßen Sie nochmal Roy Grundmann und Vincent Zediger hier vorne. Ja, ich kenne eine Reihe von Analysen von diesem Film. Es gibt verschiedene und muss sagen, dass der Vorschlag, ihn mal so anzuschauen, wie man einen Jean Rouge-Film anschaut, nämlich als etwas, was als Gemeinschaftsprodukt eines Ethnografen, der auch eine Autoethnographie betreibt und die Subjekte seiner Ethnographie in den Gestaltungs- und Schaffensprozess integriert, den Film so anzuschauen, dass mir das sehr, sehr produktiv erschienen ist. Es ist ja in der zweiten Hälfte, es geht ja auch um eine Art Initiation. Es geht darum, diesen Wilden, den man sich da an Land geholt hat, auch in die Kultur zu integrieren. Es ist am Ende immer davon die Rede, dass er, well, you're not exactly literate, aber ich habe eine große Bibliothek und ich kann dich ausbilden und so weiter. Die Kulturgrenze wird ja auch immer explizit thematisiert. Zugleich gibt es eine sehr interessante Spiegelung oder Wiederholung in der Komposition. Wir haben das vorhin schon im Dunkel kurz besprochen. Die erste Einstellung, da hat ja Paul Morrissey schon die Kamera geführt. Also in diesem Sinne ist das tatsächlich ein Übergangsfilm, genauso wie du es beschrieben hast. Morrissey übernimmt dann auch eigentlich das Kommando bei der Filmproduktion, die im Namen von Warhol passiert. Und hier bei dieser, wenn man es genau anschaut, nämlich sehr komplizierten Einstellung, die gut vorchoreografiert ist, habe ich den Eindruck, führt eben nicht mehr Warhol selbst Kamera, sondern es ist Morrissey. Und da gibt es im Hintergrund dieses David Hockney-artige, aber relativ explizite Gemälde, von dem dann die zweite Einstellung in gewisser Weise eine Wiederholung ist, mit dem Spiegel, mit der Rahmung durch die Tür. Paul America als eines der Pin-Ups, die da rumhängen, und seine Bittsteller dann in der Wiederholung der Position der Figuren aus der ersten Einstellung. Vielleicht kannst du über diese kompositorischen Dinge auch noch was sagen, in Relation zu dem Ethnographie-Argument. Kann jeder mich verstehen, ja? Ja, also ich finde, dass der Film
formal sowieso sehr komplex ist. Aber es sind ja eigentlich alle Warhol-Filme, wenn man die öfters sieht, desto mehr entdeckt man. Und ob es jetzt eine Einstellung ist mit einem Pan, wie wir den in der ersten, im ersten Teil gesehen haben, in der ersten Rolle, oder einfach nochmal die klassische Warhol-Stativ-Einstellung. Trotzdem ist wahnsinnig viel Detail und man muss eigentlich immer alles Mögliche hinterfragen und einfach, ich frage mich jedes Mal, ist es wirklich möglich, dass so viel Detail auf Improvisation zurückgehen kann. Ne? Also das ist für mich immer das Paradox, was bis heute an Warhol existiert. Was ich jetzt konkret zu dieser Ethnografie noch sagen möchte, ist, im ersten Teil sieht man ja sehr stark, wie die Kamera also selber mit zum Akteur wird. Und diese, ich finde es eigentlich, obwohl es schon was Geplantes hat, finde ich es auch sehr interessant, wie Morrissey sich da durchgesetzt hat mit diesen Swish Pans. Der Kritiker Bruce Brazel hat mal sehr geistreich über die Kamera gesagt hier, the characters don't have to swish because the camera does it for them. Und insofern hat man auch auf die Kameraarbeit so eine Art Camp-Effekt übertragen. Und zwar eigentlich ganz wörtlich, wenn man mal Camp in diesem Sinne jetzt mal das nimmt, was Ed hier macht. Er hat zwar eine sehr grafische Sprache, manche würden vielleicht sogar argumentieren, dass da ein frauenfeindlicher Unterton drin ist. Aber es ist auch klar, dass Ed sich selber ständig runter macht und diese, das ist so eine Art, ja, so eine, eigentlich so eine Selbst, Self-Defeatism, wollte ich sagen. Das ist so eine Art, dass man sich selber nicht ernst nimmt, aber auch so eine Art Perfektionismus nicht haben will, ne? Also so eine Art Failure, die da drin steckt in dem, was er macht, indem er sich selber da stilisiert als jemand, der die Kontrolle über diesen Mann hat, aber die natürlich, die er nicht hat und die er ja auch verlieren würde eigentlich sofort. Und irgendwie kann man das von der Kamera auch sagen. Die Kamera ist eigentlich so ein Akteur, der eigentlich die Kontrolle immer haben will oder vorgibt, sie sich zu holen, aber dann wird sie irgendwie auf eine andere Bahn geschickt oder sie verliert die Kontrolle. Oder vielfach ist sie ja auch kontextgebunden, gerade bei den Paar-Szenen am Strand. Da hat man ja dann sofort verschiedene Lesungen. Wer jetzt, je nachdem, wer zusammen im Bild ist, man hat ja sofort andere Interpretationsmöglichkeiten dann. Also so eine Art, es ist eigentlich sehr antipositivistisch. Und von daher geht es für mich schon, finde ich das schon so gegenläufig gegen eine klassische Ethnografie. Auch die Idee, dass in einer klassischen Ethnografie jetzt eine so eine Art Zeitteilung und Raumteilung durchgeführt wird, was der Theoretiker Johannes Fabian als die Denial of Coevalness genannt hat. Also die, wie könnte man das übersetzen? Die Verneinung der Gleichzeitigkeit, Verneinung oder der Zeitgenossenschaft. Ja. Und das ist eben genau das, was dieser Film demonstrativ sich wiederholt, nämlich die Gleichzeitigkeit. Also der versucht im Raum ständig zu vermitteln und bringt beide, alle Charaktere eigentlich auf in den gleichen Raum, Spielraum, Zeitraum und Spielraum, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Hälfte. Und das hat, man kann das auf Camp beziehen, man kann das auf Avantgarde beziehen, man kann es auf Antipositivismus beziehen. Also insofern sehe ich da bei diesem Film schon eine Möglichkeit, die Ästhetik hier als Achse für diese ganzen verschiedenen Diskursbereiche anzusprechen. Mhm. Also wenn ich kurz bevor Henning dann seine Frage stellt, nachhaken kann, bei dieser, also um die Idee von Fabian aufzugreifen, the Denial of Coevalness,
Ich würde das noch ein bisschen komplizieren. Ich glaube schon, dass es ein Element von genau dem in dieser Darstellungsform gibt. Wir haben das bei Harlot ausführlich durchdiskutiert, in welchem Verhältnis sich der Kommentar verhält zu dem, was im Bild zu sehen ist. Nicht? Das ist ein Live-Kommentar, der aufgezeichnet wird, der dann im Effekt aber eine der Metaphern oder eines der Modelle, die wir benutzt haben, um zu verstehen, was da passiert, war Beavis and Butthead, die sich irgendwelche Videos anschauen und mit doofen Sprüchen kommentieren. Nur ist natürlich der Kommentar da sehr viel vielschichtiger. Es gibt diese Verführungsversuche, es gibt die literarischen Anspielungen und so weiter. Aber es ist trotzdem ein Kommentar, der live eingesprochen wird, aber im Effekt aus einem Off kommt, von dem nicht wirklich klar ist, ob es simultan und co-präsent ist. Und das für mich war das Reizvolle jetzt beim Schauen des Films einerseits, dass man, also wenn die Kamera auf den schwulen Gastgeber gerichtet war und das Hockney-Bild, man ständig sich vorgestellt hat, was sie anschauen, das ist unglaublich reizvoll. Und dann dreht man es um und dann hat man aber genau diesen Harlot-Effekt, wo die Kommentare ja auch auf Iteration zielen. Also er sagt über die Frau, jetzt packt sie ihn wieder mit ihren Klauen und das ist das, was sie immer macht und es ist die Beschreibung eines Rituals. Ich finde, das ist eine außerordentlich komplexe Zeitstruktur, die da eingeführt wird, die mit dem ethnografischen Setting durchaus eine Menge zu tun hat. So. Ja, ich finde es auch. Also ich meine, die alleine schon die Langsamkeit, mit der die Pans gemacht werden. Und es gibt ja auch zwei Strobe-Cuts in der ersten Hälfte. Und die kommen einem sehr abrupt vor. Sind aber Strobe-Cuts, habt ihr ja bestimmt auch schon drüber gesprochen, wie das funktioniert. Die schnellen Fokuswechsel. Die werden ja, die Kamera wird ja, es ist ja nicht geschnitten, der Film, sondern die Kamera wird ja ausgestellt. Und das Ausstellen dauert ja einen Augenblick, dass die dann ausläuft. Dann wird sie wieder angestellt. Und dann läuft es wieder an. Und wenn man das dann projiziert, hat man dann eben diesen Augenblick, wo eben ein paar Frames überbelichtet sind. Und dann hat man eben auch diesen Effekt, dass es so ratscht auf der Tonspur. Und das sind alles irgendwie ästhetische Kratzer, würde ich sagen, oder so Merkmale, die einen irgendwie auch sich selber als Zuschauer klar machen, nochmal, dass man eben was sieht, was man eigentlich gerne klarer hätte, aber was einem nicht klarer gemacht wird. Das ist immer, als wenn man durch so eine zerkratzte Scheibe guckt und wo so ganz komplizierte ästhetische Sachen ablaufen bei dann. Das ist ja auch gerade das, was in der was im klassischen Dokumentarfilm eher versucht wird zu überbrücken oder zu vermeiden. Man versucht ja schon, da so eine Art, was der David James als Unhindered Passage of Content genannt hat. Ne? Und das finde ich hier ist eben von Anfang an nicht der Fall. Das wird durch Spiel ersetzt. Wirklich, würde ich sagen, durch eine Art Spiel. Letztendlich kann man das schon auf so eine Art egalitarian Spirit zurückführen. Henning. Ja, also ich fand es sehr überzeugend, die Idee, dass das ein ethnografischer Film ist. Ich hätte mal so einen Vorschlag, vielleicht diese Autoethnografie doch auf eine, also ich glaube, oder ich habe die Vermutung, dass Warhol hier eben gerade nicht sein eigenes soziales Umfeld filmt, sondern dass das ein ganz spezielles, also es ist eigentlich eine Konkurrenz, die er da zeigt, parodiert auch eventuell. Der Name fällt sogar im Film, Charlotte O'Hara, Frank O'Hara, der eben auf Fire Island, ich glaube, es war wirklich in dem Sommer, der da zu Ende geht, tödlich verunglückt ist. Der natürlich, zu dem würden auch diese ganzen Anspielungen passen, dass die Leute kultiviert werden sollen und so. Das ist ja wirklich genau das Gegenmilieu eigentlich zur Factory. Die Typen
Also vor allem der Ed und auch Genevieve, das sind so Harvard-Leute irgendwie. Das sind nicht die typischen Factory-Leute. Das Bild, da hat Antje mich noch darauf hingewiesen, das sieht ein bisschen aus wie ein Alex Katz, gar nicht so sehr wie Hockney. Was auch wieder diese Frank O'Hara-Geschichte eigentlich unterstützen würde. Und dann wäre es eben nicht einfach nur eine Autoethnografie, sondern eigentlich, also innerhalb dieser schwulen Szene, eine Konkurrenzfirma quasi, die da unter die Lupe genommen wird, auch parodiert. Vor dem Hintergrund, dass eben Frank O'Hara ein paar Wochen bevor das gedreht wurde, da ganz in der Nähe eben von diesem Beachbuggy überfahren wurde. Wäre so ein Vorschlag. Mhm. Ja, also ich, das finde ich mit Frank O'Hara, das finde ich sehr interessant und das müsste ich auch nochmal weiter nachverfolgen. Natürlich ist dieses Charlotte O'Hara auch ein Pun darauf, ja. Und es ist, soweit ich weiß, also wir glauben, das ist ein Alex Katz Gemälde, aber wir haben es noch nicht, es ist noch nicht identifiziert worden als solches. Ich habe es im Internet nachgeguckt, seine ganzen Sachen, was ich überhaupt finden konnte und habe es da nicht gefunden. Ne? Also, aber der hat auch, ich glaube, sehr viel, war sehr produktiv und von daher kann sein, dass es auch Sachen gibt, die einfach nicht... Ne? Ja, ja, obwohl, ja, okay, aber ich meine, bei der Factory ist es ja auch so, die Factory war ja an sich nicht homogen. Die war ja wahnsinnig heterogen und Warhol hat ganz verschiedene Kreise von Leuten gekannt. Also diese, der Ed Hood, das war jemand aus Cambridge, der Warhol hatte so einen Freundeskreis aus Cambridge und da gehörte der Ed Hood zu und dieses Beach House gehörte reichen Freunden von Chuck Wein. Und das waren jetzt Leute, die anscheinend dem Warhol-Team sehr unsympathisch waren. Die haben nämlich das Haus dann nach dem Dreh oder während des Drehs ziemlich übel zugerichtet. Und zwar absichtlich, was man gehört hat. Aber ja, also. Kann man im Popism nachlesen. Ja, ne, da wurde das beschrieben, ja. Genau. Ich zögere nur kurz, weil Mark mir so Zeichen gegeben hat, des Typs gerade dazu. Oh, nee, ist okay. Ich warte. Nee, okay, also dann Nils erst. Okay. Und dann eigentlich Regine und dann Mark. Ich wollte nochmal zurückkommen zur ersten Rolle. Ich fand auch diese Kameraschwenksituation unheimlich spannend, auch zusammen sozusagen mit dem Verhältnis on-off. Und wollte nochmal drauf zurückkommen, sozusagen zu der sehr komplexen Situation, dass man ja auch zwischenzeitlich den Eindruck hat, hier wird ganz stark reagiert auf den Dialog und die Kamera schwenkt wieder. Und da habe ich mich eben gefragt, auch sozusagen zu einer Hierarchisierung, das hatten wir ja oft auch schon thematisiert, sozusagen, wer hat hier eigentlich die Macht und wer steuert eigentlich und wer ist der Gesteuerte, sozusagen zu der Voyeur-Situation, also nicht nur das voyeuristische Schwenken der Kamera immer hin und her zwischen Strandszene und sozusagen den Beobachtenden, sondern die sind ja auch selbst sozusagen die Beobachteten und da hatte ich mich eben gefragt, im Vergleich zu anderen Off-Kommentarsituationen, wo die Kamera dann eben auch entsprechend reagiert, wie wir das hatten bei Beauty Number 2 zum Beispiel, hatten wir es mal thematisiert, oder bei Miss Warhol, wie man das situieren könnte. Also haben wir es hier nicht nochmal mit einer anders gelagerten Steuerung im Zusammenhang mit dem Off in der Reaktion der Kamera zu tun? Also meinst du jetzt speziell im zweiten Teil mit dem Spiegel und dem Badezimmer oder? Nee, in der ersten Rolle. Okay. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ja, ich würd sagen auf jeden Fall, es ist halt sehr komplex. Ne? Also ich kann es jetzt weiter auch nicht ergründen. Eben es gibt, wie Vinzenz auch sagte, diese verschiedenen Schichten. Ne? Da ist die Kamera, die irgendwo auf diesem Steg steht, so halb zwischen Strandhaus und dem Beach und hat dann eben diese Hin- und Her-Funktion. Und der Ton ist aber dann, wie gesagt, gibt es Momente, wo der dann so abgehoben ist, ne? Eigenen
Raum sich bewegen. Ja, im eigenen Raum. Und alles an diesem Film ist irgendwie schon viel synthetischer und zusammengesetzter, als man das eigentlich im ersten Augenblick denkt. Und das finde ich halt sehr interessant. Das ist für mich so eigentlich das perfekte Beispiel für Warhols Kino, was ja oftmals früher fälschlicherweise als so eine Art Raumzeit-Einheit und Minimalismus bezeichnet worden ist, was aber letztlich eben eigentlich vielschichtig ist und eine Textur hat, ne? Und eben auch ein Kino der Oberfläche ist, würde ich sagen. Also ich finde, gerade dieser Film gibt dem ganzen Konzept der Oberfläche nochmal ganz neue, stimulierende Konnotationen. Ja, indem es die Oberfläche in die Tiefe entfällt. Ja, genau, das finde ich auch. Und daran anknüpfend an diese Idee, Kino der Oberfläche und aber auch Gesellschaftskritik, ne, haben Sie ja auch gesagt, und anknüpfend an diese Idee der Wiederholung, ne, dass eigentlich diese zweite Spule ja die erste wiederholt in einer gewissen Weise, wollte ich das eigentlich nochmal aufgreifen, was Vinzenz gesagt hat. Mir scheint, dass es jeweils auch eine Unterteilung gibt, eine ganz krasse, ist jetzt auch gerade gesagt worden, es geht doch wieder, daran möchte ich erinnern, wie in vielen anderen Filmen, um dieses Verhältnis von Sehen und Gesehen werden, also um die Beobachterposition einerseits und um die Performance andererseits, ne? Also die ja durch diesen Reißschwenk ganz klar unterschieden wird, diese beiden Räume, ne, von denen man eigentlich nicht weiß, es könnte ja auch unterschiedliche Aufnahmen sein, man weiß nicht, ob es die Realzeit ist, es wird aber so suggeriert durch diesen Reißschwenk, aber es wird auch darauf aufmerksam gemacht, durch diese permanente Wiederholung des Reißschwenks, dass es eben die Kamera ist, die uns eben diese beiden Sphären verkoppelt, ne? Also die können ja von ihrem Strand aus das gar nicht so genau sehen wie wir, und das genau kriegen wir ja ins Bewusstsein, dass wir hier einen Film sehen, ne? Und dass es wieder um das Medium geht, und deshalb würde ich es noch viel stärker betonen, wenn Sie sagen, die Kamera ist ein Akteur, ist nicht die Kamera der eigentliche Akteur, ne? Könnte man nicht so weit gehen, das zu sagen, und insofern scheint mir immer, ist diese dokumentarische Szene, natürlich sehe ich auch dieses Moment jetzt der Ethnographie, aber ich denke, es ist nochmal extrem kompliziert, wie diese ethnografische Schicht eingebunden wird in eine medienreflexive Ästhetik. Und das finde ich eben auch, dass der zweite Teil das nochmal genau aufnimmt, diese Unterscheidung in das Bild als die Ebene, wo sich eben die Akteure selbst zurecht machen. Es ist ja eigentlich die alte Tradition der Frau bei der Toilette, ne? So wie eigentlich am Strand eigentlich der Mann in der Rolle des liegenden weiblichen Aktes, ne? Also das wird einfach alles verdreht. Dazu dient ja einfach diese Szene, dass man einfach so diese Geschlechterrolle dann nochmal in der Umkehrung zeigen kann, ne? Es ist also eigentlich immer ein Selbstzeigen dieser Schauobjektrolle der Weiblichkeit, jetzt eben verschoben auf eben die schwulen Szene, und dadurch wird es ja auch in dem Bildcharakter deutlicher, und dieser zweite Filmteil, genau, der nimmt ja auch nochmal diese Polarisierung auf, also wenn dann, also das ist ja wie erleuchtet, ne, wie die beiden Männer da eben sich in unendlichen Wiederholungen, ist ja nicht realistisch. Ne? Also da steckt da auch wieder dieses Moment der Serie drin, was uns in Bezug auf die Malerei immer interessiert hat. Und dann, wenn dann die beiden Frauen und auch der Ed vorbeikommen, dann schieben die sich ja vor dieses erleuchte Badezimmerbild, ne? Wie eben die Betrachter vor einem Screen, ne? Also es ist ja auch wieder die Mediensituation, und also es ist auch so die Verehrung des Bildes sozusagen, oder diese, ich denke, die Pornografie als Thema ist doch eigentlich eine Aufschlüsselung dessen, was im Mediengebrauch passiert. Also könnte man das sozusagen auch so wenden noch in ihrer Hinsicht. Stimme ich vollkommen zu, also auf jeden Fall. Und man darf halt auch nicht jetzt einfach sagen, das ist eine Variante des ethnografischen Films. Es ist schon ganz radikal eigentlich was anderes, aber mir ging es darum, den ethnografischen Film so ein bisschen einfach als
Gegensatz reinzubringen, damit man sieht, wogegen der Film sich absetzt, und zwar auch ideologisch und kulturell, weil der so anti, für mich so anti-empirisch, anti-positivistisch ist und mit so vielen verschiedenen Relationsmöglichkeiten spielt. Was uns ja auch immer faszinieren wird, ist ja auch die Tatsache, dass diese Leute, ob sie nun irgendwelche Cue-Cards von Tavel hatten, der die dann im Hintergrund hochgehalten hat, oder ob sie total improvisiert haben. Sie haben es ja alle gemacht auf diese, also es war insofern spontan, aber es war auch immer sofort konstruiert, weil es für die Kamera gemacht wurde. Die Kamera war nie fly on the wall, wie beim Direct Cinema. Die Kamera war immer von vornherein ein Faktor, dem man zuspielte. Aber auf der anderen Seite musste man auch von vornherein, wusste man, dass man das jetzt 33 Minuten lang durchhalten muss, solange wie dieser, wie das Magazin dann eben läuft. Und das kommt ja auch sehr stark zum Ausdruck. Ne? Ja, darüber hatten wir bei Chelsea Girls intensiv diskutiert, dass das auch Zwangsvorrichtungen sind, ja. Verhörsituationen und Herbeiführung von Geständnissen und so weiter. Mark? Ich hab eigentlich keine Frage, nur ein paar Anmerkungen. Ich glaube, ich stimme nur teils zu, was Regine gesagt hat. Nur insofern, dass man, finde ich, auf keinen Fall so weit gehen soll, dass nur aus Medienreflexion zu sehen, und nur ein paar Gedanken vielleicht dazu, nur dass auch so die zwei Männer im Bad, auf jeden Fall gibt es so eine Anspielung, vielleicht zum Teil so Frauen vor der Toilette und sowas, und sie machen auch so ein paar Andeutungen dazu, aber man soll nicht, glaube ich, die narrative Entwicklung der Szene ausschließen, nämlich dass es eine Verführungsszene, was eine Verführungsszene zwischen zwei Männern, was ich, und der Film in dem Sinn, dachte ich, nachdem wir Lupe gesehen haben und David James das aus Narrative erzählt hat, finde ich das sehr interessant, diesen Film nochmal im Sinne von Warhols Experimente mit Narrativ auszudenken, was es ein ganz irgendwie klar narrative Entwicklung hat. Ich wollte dann nur auch erwähnen, dass es gibt dann eine dritte Rolle von dem Film, das Warhol hat. Die haben die erste Rolle einmal gedreht ohne Kameraschwenk, und dann haben die Entscheidung getroffen, okay, wir zeigen eigentlich, so wie er öfters das gemacht hat, wir zeigen dann die Rolle mit Kameraschwenk und lassen die ohne Kameraschwenk aus, sodass das finde ich erstmal, habe nichts dazu zu sagen, nur reinzubringen. Anderer Punkt, dass die Franco Herr ist 66 gestorben, zufällig. Ich finde das sehr interessant, wenn man irgendwie das aufbauen will, aber auf jeden Fall ist Franco Herr 66 gestorben, und auch Warhol hat auf jeden Fall viel mit der Harvard-Szene zu tun. Ich wollte nur auch, sorry, ich spreche so viel, habe nur verschiedene Punkte, aber dass der Film für mich finde ich faszinierend, und zeigt auch eine der sehr unangenehmen Aspekte der Szene, die man öfter sieht, nämlich so eine Art Klassenverachtung, finde ich, wie dann man über, so ich finde, dass das Idee sehen werdens, wie Regina das ausgeführt hat, oder gesehen werdens, sehr relevant, zum Beispiel auch mit Vincents, das Kommentieren über, und in diesem Fall ist es wirklich Hustler, Stricher, Arbeiterklasse als Objekt zu nehmen und sich irgendwie der noch lustig, ein beschissenes College besucht hat dazu. Ja, lustig darüber zu machen, wie man dann in vielen späteren Filmen sieht. Und das passiert oft bei Warhol über Ton-Bild-Beziehung. Ende, letzte Gedanken ist nur, in Entwicklung von Warhol die Idee, weil der Film ist zu Recht von dir, Roy, gut beschrieben, ist so ein wichtiger Wendepunkt, wenn man denkt, dass das der erste Film ist,
nachdem er seinen entwickelten Stil gefunden hat, wo er dann die Kamera bewegt, dann finde ich das wirklich eine Überlegung. Und ich sage er, obwohl Paul Morrissey vielleicht das gemacht hat, egal. Warhol hat dann im Endeffekt, glaube ich, wirklich die Entscheidung getroffen, wir gehen damit, wir machen das, es ist nicht Paul Morrissey. Aber das ist eine Überlegung jetzt über eine neue Beziehung zwischen Ton-Bild-Beziehung. Weil deswegen sprechen wir so oft von den Off-Ton, weil eigentlich ist es ein On-Ton, wir sehen, es ist synchron, aber dann gibt es so lange Sequenzen, wo dann man hat dann plötzlich diese On-Leute off wieder. Und das musste dann, wenn man das in Entwicklung von Warhols eigenen Stil wirklich lange überlegen, wie das wirkt aus einer Art so Meta-Kritik an sein eigenes Verhalten, Meta-Überlegung über sein eigenes Stil. Sorry, es ist, dass ich so lange geredet habe. Nur ein paar. Oh, und dann, sorry, dann ich muss noch was sagen. Wir sollten das nicht. One more, mein letztes. Wir sollten das nicht unangesprochen werden lassen oder so. Dass in diesem Film sieht man auch einen der wenigen People of Color in Warhols Welt, nämlich Dorothy Dean, die im letzten Moment erscheint. Plötzlich zum ersten Mal in diesem Film diese sehr interessante afroamerikanische Frau, die dann auch snobistisch und arrogant und klassistisch gegen diesen Hustler arbeitet. Und das fängt beim Haarstil an bei ihr. Nicht? Also sie hat die geplätteten Haare und das ist ja eine aufwendige Sache und ein Class Aspiration sein. Bettina. Ja, ich weiß nicht mehr ganz, wie ich das jetzt da reinsortieren soll in die Vielzahl deiner Beobachtungen. Das sind auch eher Beobachtungen. Und zwar nochmal in der ersten Rolle. Ich habe mich oft daran erinnert gefühlt, wie man also diese Unruhe, dieses Flatterhafte, dieses manchmal Willkürliche in der Kamera, wie man ein Magazin betrachtet oder liest oder anschaut. Ich fand, die Reisschwenks hatten genau diese Art von Rezeptionsweise, wenn man so feststellt, man ist irgendwie in einem Bild verloren gegangen oder an der Seite und blättert ganz schnell um. Der Text läuft vielleicht weiter, auch im Text-Bild-Verhältnis ähnlich wie in einem Magazin vielleicht, der so eine Mischung von Kommentar sein kann oder von so einer Pseudo-Vertiefung, obwohl die Vertiefung eigentlich in der Bildbetrachtung stattfindet. Oder auch ein Album vielleicht, das würde dann auch wieder zum Ethnografischen passen, beziehungsweise Hochglanzmagazin versus ethnografischem Album oder das eine als das andere entlarven oder diese Seefigur jedenfalls. Aber ich fand, es hatte ganz stark was davon. Auch es gibt ja auch wenige Zooms, aber einige dann doch, wo man so ein bisschen abschweift an die Bildränder. In dem Sinne fand ich auch, das Bild im Hintergrund war eigentlich kein Hintergrundbild, sondern eher hatte eine Funktion von einem Titelbild. Also ich hatte mich irgendwie festgebissen an diesem Bild plötzlich vom Magazin, von einem Vogue-Heft oder irgendwas, was man so durchblättert. Und ich fand, es passt auch perfekt in diese Hamptons-Situation. Nee, also das finde ich jetzt ein sehr interessanter Kommentar. Und zwar, ich wusste jetzt nicht, wie das heutige Publikum heute Abend zusammengesetzt ist. Und ob jetzt viele von euch halt auch Filmwissenschaft studieren oder eher Laien seid. Ich habe mir halt auch überlegt, weil ja auch jetzt die übernächsten Monat die große Frankfurter Schule-Konferenz kommt und ich was zu Krakauer beitragen werde, dass eigentlich Warhols Kino der Oberfläche wunderbar über Krakauer zu diskutieren und zu erschließen ist. Wobei ich jetzt aber auch, was ich jetzt fand, es gab ja jetzt diesen Artikel von Thomas Elsässer in dem Nexus, wo er ja den Vergleich zwischen Krakauer und Arnheim macht und den ich als Idee sehr gut finde, der aber auch meiner Meinung nach ein bisschen daran leidet, dass das nicht genug in der Filmgeschichte, das nicht genug in die Filmgeschichte positioniert wurde. Arnheim wird ja als der Formalist dargestellt und Krakauer als der Realist. Und es ist jetzt gerade so, dass die Idee von dem,
von dem illustrierten Magazin ist ja eigentlich ein arnheimsches Konzept, nämlich in dem Sinne, dass Arnheim gesagt hat, dass das Film so eine Art Moving Picture Postcards ist, die man immer umblättert. Ne? Aber auf Krakauer könnte man es eben auch beziehen im Sinne der Massenkultur, ne? Wie auch bei Benjamin. Von daher ist eigentlich so, so eine Spannung da zwischen beiden. Und ich finde, dass, dass eben so ein Film wie My Hustler oder überhaupt das Kino von Warhol, das hätte sehr gut Thomas Elsässer zugestanden, da drüber zu sprechen. Nun ist es so, dass er natürlich das Jahr 1960 als das nimmt. Und das konnte er mit Warhol aber nicht machen. Es gibt aber einen, meiner Meinung nach, einen Vorläufer in der amerikanischen Avantgarde, der ganz stark reinpasst und der überhaupt noch nicht diskutiert worden ist und der für mich in kinotechnischer Weise oft ein Vorläufer Warhols war, und das ist Rudi Burkhardt. Und Rudi Burkhardt hat unheimlich viele Filme gemacht und hat auch viele Filme gemacht, die Krakauer höchstwahrscheinlich gesehen hat. Und zwar schon ab den 40er Jahren. Und die Warhol wahrscheinlich auch gesehen hat, weil Burkhardt war sehr bekannt in der New Yorker Avantgarde in dieser Zeit. Und da kann man gerade in der Ästhetik, die ja bei Burkhardt rein dokumentarisch ist, die aber eben so eine Leichtigkeit hat, wie das jetzt gerade beschrieben worden ist mit dem Umblättern in einem Magazin. Das ist ja alles nicht so schwerwiegende Sachen. Und das ist ja auch nicht Fred Wiseman, der da seine Kamera auf jemand drauf hält, stundenlang. Es ist ja gar nicht so. Ne? Es gibt ja auch was ästhetisch Leichtes an diesem Film. Und das finde ich eigentlich, könnte man sehr gut auch filmtheoretisch eben über Krakauer erschließen. Ne? Was ich auch zum Beispiel interessant finde, da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen, ist eben die Frage der Performance. Das ist ja irgendwie auch ein Mysterium, was man letztendlich nicht richtig erklären kann. Deshalb hat sie auch so einen Reiz. Außer, dass man eben sagt, wir haben diese 33 Minuten zu füllen und jeder versucht jetzt eine Strategie zu finden, um die zu füllen. Aber was mir dann oft auffällt bei Warhol-Filmen, ist, was die Leute dann machen, also die stellen nicht, die versuchen nicht, die jetzt am erfolgreichsten sind als Improvisateure, sind die nicht versuchen, ein kohärentes Ich zu produzieren, sondern praktisch das Ich in seinen verschiedenen Möglichkeiten darzustellen. Und ich finde das besonders interessant im zweiten Teil, wo das für mich sind diese beiden Hustler-Figuren sehr, sehr vielschichtig. Also man sieht genau, dass der Joe Campbell zur Kamera spielt. Ob der jetzt im Spiegel guckt oder nicht, der hat eine konsistente Ironie drauf, die er nicht hätte, wenn das Ganze nicht gefilmt würde. Und insofern könnte man den Eindruck kriegen, dass er derjenige, der ist, der wissend ist, und Paul America so ein bisschen der Dumme. Aber ich stimme mit dem nicht überein. Und ich finde auch, dass dieser Class-Diskurs genauso aufgesetzt ist wie der Gender-Diskurs. Also der wird zwar ausgeübt, der geht aber auch ständig nach hinten los, weil der Ad ich meine, gut, er hat jetzt dieses elitäre Gehabe, aber der Paul America ist für mich nicht unbedingt ein Working-Class-Character. Und der ist zum College gegangen. Und ich meine, es ist jetzt für mich eigentlich relativ unwichtig, wie das sich genau verhält. Es geht eigentlich vielfach so um Stereotypen, die da auch durchgearbeitet werden und einfach so hochgebracht werden, so ein bisschen damit die Leute das, damit man das so ein Point of Reference hat, denke ich mal. Ne? Ich würde das als ironisch sehen, auf jeden Fall. Ja, vielleicht kann ich das nochmal verstärken. Ich glaube, ich sehe das ähnlich und nochmal versuchen aufzugreifen. Ich glaube, da ist gar kein Widerspruch. Also natürlich ist die Abbildung der Klassenverhältnisse
ziemlich deutlich, also in diesem Rassismus oder in diesem Sexismus, der zum Ausdruck kommt. Aber trotzdem würde ich mich wehren gegen die Idee, es ist eine Narration, ne? Weil die Narration, insofern sie ausgestellt ist, ist eben keine Narration mehr, ne? Also dass immer sozusagen die Posituren, die Rollen als Rollen vorgeführt werden, ne? Also ist ja auch gerade nochmal gesagt worden, ist für mich eben dann doch wieder ein Argument für meine These der Medien. Reflexion, in die ich natürlich auch die gesellschaftskritische Komponente eingeschlossen sehe. Also um nochmal auf die Verführungsszene, das hast du ja als Gegenargument gebracht, zurückzukommen. Also das war ja auch gedoppelt. Am Strand gab es eben dieses Mädchen, das ihm den Rücken einreibt und wo man eben nicht weiß, das kam ja im Vortrag vor, ist das eine wirkliche Annäherung oder spielt sie nur? Das ist genau diese Ambivalenz, ne, dass man eben auch wirklich nicht durchschauen kann auf eine Erzählung. Und für mich ist es eben innerhalb dieser Performance, dieses Performance-Raums am Strand, wo also posiert wird, auch nochmal eine Aufspaltung in die Person, die eben schaut, die angezogen ist, die eben erotisch schaut, also fasziniert ist von diesem blonden Mann. Also die Aktivität des Gehens geht doch von ihr aus, auch wenn sie eben noch mit der taktilen Berührung verbunden ist. Es ist nur eine Verstärkung sozusagen dieses voyeuristischen Blicks, während er ja immer versunken bleibt in die Pflege seines eigenen Körpers. Ne? Also er ist immer dieses, das trägt er ja auch vor, ich glaube, es ist schon auch gebrochen, ne? Dass er eben sich selber ja immer permanent einkrebt und sich kratzt und alles Mögliche. Und er schnitzt ja, das würde ich gerne auch noch eine Idee zu, das finde ich frappierend. Ich denke immer an Buñuel, aber das kann nicht sein. Aber ja, ich denke, es ist auch nochmal eine Thematisierung von der Aktivität des Sehens und dem Objekt, das eben nicht zurückschaut. Darum geht es doch eigentlich, dass es niemals eine Kommunikation gibt, sondern es gibt nur das Sehen eines erotischen Spektakels, einer Person, die höchst attraktiv ist und die sozusagen das Medienbild verkörpert für mich und die ist sozusagen in einem Narzissmus befangen. Ne? Also dann die Spiegelung ist ja dann wieder sozusagen das Pendant zu dieser permanenten Selbstbetrachtung oder Selbstpflege. Und ich denke, in dieser Männerszene wiederholt sich das doch nochmal. Da ist die Richtung auch nur von diesem zweiten, kleineren Mann eben aktiv auf den Paul America gerichtet, aber doch nicht zurück. Ne? Also das ist wichtig. Der Paul America guckt immer nur in den Spiegel, während er sich dann da berühren lässt. Also ich sehe da dieses Zurück nicht. Ne? Und ja. Es ist immer das Sehen desjenigen, der in einer Selbstbespiegelung befangen ist. Und also ich sehe immer eigentlich diesen narzisstischen Kreisel. Ne? Ja, also deshalb, Verführung ist für mich da nicht dagegen, das Gegenargument. Ich meine, es ist vielleicht nicht so produktiv für uns alle, wenn einfach, wir können dann später darüber, aber nur kurz, ich sehe auf jeden Fall teils Medienreflexion, auf jeden Fall, aber ich würde sehr ungern diese Körper und ihre Geschichte und ihre Verführung und doch ihr Narrativ so entfleischen, und die gleichsetzen und sie vergessen wollen durch eine Überbetonung des Medienreflexion. So für mich irgendwie, dass ein Mann, der sieht und guckt einen anderen Mann an und ist dabei angemacht und versucht ihn zu verführen, ist nicht wegzudenken mit einem Medienmetaphor. Vielleicht müssen wir, das ist auch eine Bilanz der Reihe, glaube ich, nochmal intensiv diskutieren darüber, was wir eigentlich unter Narration verstehen. Ich stelle mich jetzt mal auf den Standpunkt, dass das hypernarrative Filme sind. Hier werden Geschichten erzählt. Das geschieht in einem Auslassungsmodus, der an bestimmte Prosa-Fiktionsformen der 50er und 60er Jahre erinnert. Das sind teilweise Short-Story-Formate, aber es geht um die Frage, wo kommen die her, wo gehen die hin, die Personen, die Situationen sind ganz klar lokalisiert. Es geht um die Frage, lässt er sich verführen oder lässt er sich nicht verführen? Steigt er in den Markt fürs Fleisch ein oder steigt er nicht in den Markt fürs Fleisch ein? Kriegt der andere Typ ihn rum, kriegt er ihn nicht
rum, das sind narrative Prozesse und das würde ich jetzt mal einfach so festhalten, dass das keine konventionelle Spielfilmnarration ist, geschenkt, aber those are narrative films. Bitte. Ja, dazu würde ich gerne noch mal was sagen, und zwar wird ja die Narration in der Naivität des Objekt der Begierde von allen anderen ja, Mitspielern, die Narration wird nicht erfüllt. Also ja. Ich bin da auch der Meinung von Frau Prange, dass der blonde Schönling nie reagiert. Er wird bespielt und versucht zu verführen von allen Seiten, dann auch in der zweiten Rolle sieht man das ja auch schön, wie der kleinere Mann im Badezimmer im Spiegel im Hintergrund noch erscheint, während die anderen sich vorgeblendet haben und dann ihre Angebote aufwarten. Und er reagiert nie darauf. Er hört zwar zu, aber er ist verloren in seiner eigenen Körperpflege und er reagiert nie auf die Angebote. Und insofern sehe ich darin, ja, er könnte ja beispielsweise in die Kamera schauen, er könnte die Leute, die ihm die Angebote machen, anschauen und darauf reagieren. Ja, aber das ist, ja. Das ist ein Dialog und die schauen sich an. Also. Ja, aber das bezieht sich nicht auf seine Rolle als Objekt der Begierde, sondern auf seine Selbstbespiegelung als zukünftiger Hustler oder was er werden möchte. So empfinde ich das. Er fragt ihn, was er für Erfahrungen gemacht hat, um rauszufinden, ob er das selber möchte. Das bezieht sich aber nur auf ihn selbst und nicht auf die Angebote, die er bekommt und nicht auf die anderen Menschen, die da im Raum sind und von ihm was wollen. Er reagiert überhaupt nicht auf deren Wünsche. Und das ist die Pointe der Story. Ja, und das ist doch in Bezug auf Warhols eigene, ja, ich möchte das jetzt nicht biografisch aufziehen, aber es hat doch sehr viele Spiegelungen in seiner eigenen Wahrnehmung auch, die er beschreibt in verschiedenen Medien, dass er eben der Voyeurist ist und dass er schaut. Und ich finde, das ist im Grunde die Nicht-Einlösung, die er immer ästhetisch und eben auch narrativ versucht darzustellen. Aber Voyeurismus und Schauen ist nicht das Gleiche. Ne? Also ich meine, das ist natürlich ein Argument, was traditionell angeführt wird. Aber ich meine, ich kann dazu nur, ich stimme dem nicht zu. Ich kann aber verstehen, wo das Argument herkommt. Ich stimme dem nicht zu. Was ich einfach von mir aus sagen kann, ist, dass ich jedes Mal an Warhol-Filmen wieder was Neues entdecke. Und was ich entdeckt habe diesmal, weil ich sehe die Filme ja auch nicht immer projiziert, so wie jetzt zum Beispiel, und sitze dann auch nicht unbedingt so nah davor, was ich einfach auch sehr empfehlen möchte mal, dass es da schon einen Unterschied gibt zwischen dem, was Sie jetzt gesagt haben, wie der Paul America sich verhält, und auf der anderen Seite aber, dass er mitspielt, ja, er ist Teil des Spiels, wissend, und er spielt mit, und dieses ganze Repartee, was da stattfindet, das ist von ihm auch schon sehr kalkuliert, er weiß genau, dass er das rausstrecken muss, und es geht um dieses Thema, und er schlägt sich da meiner Meinung nach sehr gut, er hat eine andere Art, mit dem Spiegel umzugehen, ja, er ist auch einfach ein anderer Typ, jeder macht das ja anders, ne? Und also der ist der Kamera genauso sehr bewusst wie der Joe Campbell auch. Und was mir diesmal an diesem Film aufgefallen ist, dass der Film paradoxerweise, meiner Meinung nach, wo es also, es geht ja um den nackten Materialismus und es geht um Prostitution, es geht um Geld und was mache ich dafür auf dieser eigentlich ziemlich basic, ist ja die Idee ist ja eigentlich basic, dass der Film damit so arbeitet, dass der letztendlich ein Film der Großzügigkeit ist, finde ich. Dass diese beiden Charaktere in dem Badezimmer eigentlich sehr großzügig mit sich und miteinander umgehen. Also wenn zum Beispiel der Joe ist für mich jemand, der tatsächlich eine Integrität hat.
als Hustler. Also der sagt, you gotta tell them what they want to hear. Aber der sagt es in einer Art und Weise, wo er nicht dadurch gleich zum Zyniker wird. Da ist irgendwas dran an dem, was, also ich kann das, I can buy him in that way. Na, es ist irgendwie, für mich hat das was Genuines. Und der Paul America, der macht auch seine kleinen Double Entendres. Ne? Wenn der Joe sagt, I have very tender skin, und Paul sagt dann, I bet. Ja, und ich meine, da ist ein ironischer Layer auch da, die für mich ganz klar was damit zu tun hat, dass das für die ein Spiel ist. Ne? Das ist ein Spiel, was die für die Zuschauer geben und die geben sich selbst. Also für mich sind die eigentlich großzügige Charaktere. Ich weiß, das hört sich paradox an jetzt, aber ich hatte jetzt wirklich den Eindruck, als ich das nochmal so hautnah gesehen habe. Ne? Wenn man die Filme öfters sieht, dann sieht man eigentlich, dann fällt der Eindruck der Kälte ab. Der ist nicht mehr so da, dieses nackte Voyeuristische. Man sieht eigentlich viele andere Details dann. Großzügige Charaktere, das ist doch ein gutes Schlusswort, finde ich. Dann würde ich doch sagen, nochmal einen großzügigen Applaus für Roy Grundmann. Vielen Dank. Danke für den tollen Vortrag. Ich könnte noch als Abschluss vorschlagen, dass das Holz, was Paul America schnitzt, das ist dann ein minimalistischer Einbaum. Ja. Ja, ich möchte auch noch darauf hinweisen, in 2 Wochen gibt es dann die letzte Lecture dieser Reihe. Ara Osterweil aus Montreal wird hier sein und Couch zeigen. Auch heute wurde darüber gesprochen, das lohnt sich sehr, sich den auch anzuschauen. Und dann eine Woche später, am 17. Juli, unbedingt vormerken, 15 Uhr, gibt es dann unsere große Abschlussdiskussion mit den 4 Organisatoren der Reihe, die dann hier vorne alle sitzen und darüber diskutieren, was hier eigentlich in dieser Reihe das Ergebnis ist vielleicht das Fazit. Ja, und an dieser Stelle dann einen schönen guten Nachhauseweg wünsche ich Ihnen und danke auch nochmal an Vincent Zediger. Bis dann, tschüss.